ein Leserbrief an die Redaktion der Tagesthemen. Ihr Bericht zum Corona-Immunitätsausweis vom 4. Mai 2020. Sehr geehrte Damen und Herren, gestern Abend haben Sie in Ihrer Sendung einen Bericht zum zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gemacht. Hier ist die Rede davon, dass der Gesundheitsminister Einmacher ein Treiber sei. Seine Pläne zur Corona-Meldepflicht seien aber erst einmal auf Eis gelegt, es soll der Edikat befragt werden. Warum eigentlich nur wegen dem Meldeausweis? Wenn ich mir die Gesetzesvorlage anschaue, so muss ich feststellen, dass es eben nicht nur um einen Meldeausweis geht. Hier ist ganz klar von einer Impfung die Rede. Dies fehlt in Ihrem Bericht gänzlich. Vergleiche: Gesetzesentwurf, insbesondere 5 und 28 Infektionsschutzgesetz. Die Immunität sollte in dem Ausweis derart vermerkt werden, dass jemand entweder seine Immunität nachweisen kann, indem er die Krankheit A überstanden hat, oder B sich hat impfen lassen. Davon habe ich in dem Bericht aber nichts gehört. Der Aufmacher in Ihrem Bericht ist, dass man eine Gefahr darin sehen könnte, ein solcher Ausweis sei dann ein Freibrief für Menschen, die bereits Immunität besitzen. Dass Menschen sich auf Corona-Partys sogar freiwillig anstecken würden. Dies ist völlig absurd. Hier wird die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf einen komplett anderen, unwichtigen und meiner Ansicht nach falschen Aspekt gelenkt. Meiner Ansicht nach stellen Sie mit solchen Aussagen die Absicht der Gesetzgeber sogar auf den Kopf. Es geht jedoch hier ganz klar nicht darum, dass jemand durch den Nachweis der Immunität mehr Freiheiten erhält, sondern genau umgekehrt. Was passiert in Zukunft mit den Menschen, die ihre Immunität nicht nachweisen können? Oder gehört dies nun auch schon zu unserer sogenannten neuen Realität, dass hier das Recht praktisch auf den Kopf gestellt wird, indem meine Grundrechte grundsätzlich eingeschränkt werden können, solange ich nicht nachweisen kann, dass ich gesund bzw. immun bin, weil ich mich nicht habe impfen lassen. Genau darum geht es in dem Gesetz und nicht um die Gefahr von freiwilligen Infektionen. So kommt die wichtige Nachricht dann am Ende des Berichts, wo Spahn sagt: Die Frage, die auch diskutiert wird, ist die, ob ein solchen Immunitätsnachweis Folgen hat für beschränkende Maßnahmen, und dort haben wir uns eben auch entschieden, in der Koalition diese Regelungen gesetzlich nicht vorzusehen. Nein, dies ist nicht die Frage, die auch diskutiert wird, genau dies ist die entscheidende Frage bei einem solchen Ausweis und nichts anderes. Ohne den Nachweis der Immunität, insbesondere durch eine Impfung, sollen Menschen dann eben nicht mehr am Leben teilnehmen dürfen. Dies ist die Analogie zu der neuen Masernimpfung: Hast du sie nicht, kannst du nicht mehr in den Kindergarten gehen. Insofern würde ich behaupten, dass Ihr Bericht zumindest mal irreführend ist, denn erstens wird hier nicht über den gesamten Gesetzesentwurf berichtet und zweitens wird die Absicht des Gesetzgebers falsch dargestellt. Es geht nämlich hier nicht um ein Mehr an Freiheiten, sondern ganz im Gegenteil um beschränkende Maßnahmen, sofern eine Immunität, insbesondere auch durch Impfungen, und ich nenne dies dann Zwangsimpfung, nicht nachgewiesen werden kann. Da das Thema Corona zurzeit hochaktuell ist, frage ich mich zusätzlich, warum Sie nicht bereits in den letzten Tagen dazu berichtet haben, was hier gesetzlich geplant gewesen ist. Die Tagesthemen stehen doch für hohe journalistische Qualität. Wie kann es dann sein, dass ich nur die halbe Wahrheit präsentiert bekomme und dann auch erst so spät zu dem Thema berichtet wird? Ferner würde ich gerne wissen, wie Sie es finden, dass der Minister hier in einem Kittel der Firma Roche gezeigt wird. Werden wir den Wirtschaftsminister bald auch im Adidas-Trainingsanzug in einem VW-Bus oder Benz im TV erleben können? Ich bin Rechtsanwalt für Sozialrecht. Ich habe eigentlich nicht die Zeit, mir die Gesetzesvorhaben selbst anzuschauen. Daher verlasse ich mich auf unsere GIZ-Medien und bezahle dafür. Ich würde gerne wissen, ob Sie mir zustimmen, wenn ich sage,
dass ich über eine solche journalistische Arbeit enttäuscht bin. Ich fühle mich durch diese meiner Ansicht nach mangelhaften Arbeit sogar falsch informiert, da hier wesentliche Aspekte der gesetzgeberischen Absicht nicht genannt werden. Ich muss doch von den Tagesthemen erwarten können, dass die dort tätigen Journalisten, Hani Hüsch, einen Gesetzesentwurf auch in voller Breite versteht und darüber berichtet, was die Regierung geplant hatte. Das Corona-Gesetz ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einzigartig. Durch Ermächtigung der Landesregierungen und Kommunen werden grundrechtseinschränkende Maßnahmen per Verordnung möglich, ohne dass ein Parlament befragt werden muss. Dabei wird im Gesetz nur von den erforderlichen Maßnahmen gesprochen, welche dies sind, kann dann nach Gutdünken festgelegt werden. Es bleibt dem Bürger nur die Prüfung durch das Verwaltungsgericht oder eine Eilentscheidung beim Verfassungsgericht. Vor diesem Hintergrund ist der Bericht nicht nur enttäuschend, sondern absolut mangelhaft und wird der vom Verfassungsgericht an ihren Sender gestellten Qualitätsvorgaben in keiner Weise gerecht. Ich gehe davon aus, dass Sie meinen Leserbrief daher zum Anlass nehmen werden, in den nächsten Tagen nochmals ausführlich und vollständig zu dem geplanten Gesetzesentwurf zu berichten. Vielleicht nehmen Sie dies auch mal zum Anlass, kritischer über die Person Jens Spahn, den Macher, den Treiber, zu berichten. Den Mann, der seit er das Amt übernommen hat, unter anderem schon die Masernimpfpflicht eingeführt hat, die Organspende verpflichtend regeln wollte und nun durch die Hintertüre mit dem Corona-Verordnungen die Corona-Zwangsimpfung einführen wollte, in nichts anderes kann ich aus dem Gesetzesentwurf entnehmen. Und dass diese Impfung unbedingt kommen soll, ist völlig klar. Bei Welt sagte Spahn gestern, die Frage, ob und welchem Umfang und vor allem auf welche Dauer es zu einer Immunität führt, wenn ein Mensch die Krankheit durchgemacht hat, dies zu vor einer Neuinfektion schützt, sei wissenschaftlich noch nicht geklärt. Ähnlich sagt dies auch Karl Lauterbach in ihrem Bericht. Wenn man nun schon 7,4 Milliarden Euro für Impfungen eingesammelt hat, dann wäre es doch eine große Schande, wenn diese Impfstoffe ebenso wie bei der Schweinegrippe nachher wieder in der Mülltonne landen würden, anstatt dort, wo sie hin sollen, in den menschlichen Körper. Abschließende Frage an die Redaktion der Tagesthemen. Ihre Reporterin Hani Hüsch hat Politikwissenschaften, Germanistik und Geschichte studiert. Wäre es nicht besser, wenn Sie ein solches Thema zu einem Gesetzesentwurf in die Hände eines Reporters gegeben hätten, der Jura studiert hat? Ich denke, dass die Dame mit dem Thema überfordert gewesen ist, da sie offenbar nicht in der Lage gewesen ist zu erkennen, was mit dem zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite überhaupt alles geregelt werden sollte. Ich biete gerne an, behilflich zu sein, wenn Sie beim Recht unterbesetzt sein sollten. Vielleicht könnte in Ihrer Sendung auch mal darüber gesprochen werden, ob die im Bundestag festgestellte epidemische Lage überhaupt noch besteht. Wie ich höre, würde sich auch Christian Lindner von der FDP eine neue Beurteilung der Lage wünschen. Eine genaue Definition des Begriffes scheint es ja nicht zu geben, obwohl dies die Grundlage für die Einschränkung der Grundrechte von 83 Millionen Bürgern ist. Zunächst war dies ein R-Faktor von unter 1, nun ist es die Gefahr eines Faktor von über R1. Welche Definition wird man sich dann in 2 Wochen ausdenken? Machen Sie das doch mal zum Thema unbestimmte Rechtsbegriffe im Corona-Gesetz. Immerhin ist dies die Grundlage für die Einschränkung zahlreicher Grundgesetze von 83 Millionen Menschen. Mit freundlichen Grüßen. Gordon Pankaja, Rechtsanwalt.